wenn Wohnüberbauungen gemacht werden, dass es unheimlich schwierig ist, dass man dort auf Parkplätze verzichtet. Und das finde ich ganz einen wichtigen Punkt, oder? Also und dort können wir eben steuern, oder? Also wenn man das kann wirklich so machen, dass nicht jetzt pro Wohnung zwei Parkplätze vorgeschrieben sind, dann kann man wirklich das ein bisschen steuern. Und dort interessiert mich, kommt das irgendwie in dem Konzept rein, in den Sachen, die wir da hören, findet das einen Widerhall da? Das ist etwas, was mich im Moment sehr beschäftigt. Das sind die E-Trottis oder die Pferde auch für Behinderte mit Motor. Oder? Es ist immerhin ein motorisierter Verkehr. Trotti, Roller. Es gibt jetzt so eine Art etwas wie E-Töffri, wo sehr viele Jugendliche damit fahren. Ich habe ein grausames Problem. Wo gehören die an? Gehören die auf die Straße? Dürfen die mir in die Beine fahren? Nein, sie dürfen es nicht, aber es ist erschrecklich. Also das wird noch schwieriger. Mit 43% etwa ist Freizeitverkehr und nicht unbedingt der Arbeitsverkehr. Wo kommt Freizeitverkehr in den Strategien vor? Gibt es da Überlegungen, wie man darauf eingehen will? Bis hin zu der Frage, wie wird konkret das Mobilitätskonzept Öffigersee Freizeit und Verkehr eingebunden? Ich möchte das gerade unterstützen, was da gesagt worden ist, oder es ist mir auch durch den Kopf gegangen, wenn wir jetzt da so uns zulassen, oder, ist immer, wenn man von Verkehr redet, meint man eigentlich den motorisierten Individualverkehr. Und ich danke dir, Stefan, ganz fest, dass du anschliessend an das Votum wegen Freizeitverkehr auf das zu reden gekommen bist, dass das eben nicht nur der motorisierte Individualverkehr ist. Transport im Plan haben zwischen 500 und 1000 Wohnungen im Moment. Ach, das sind über 1000 Wohnungen im Plan. Wie viel? Über 1000. Die Pflichtwert, der Zwang, den du vermeiden willst, oder? Die Pflichtwert absetzen, also den Zwang zurücknehmen, damit man weniger muss bauen. Nein, das ist eben nicht Zwang, die Untergrenzen absetzen. Das ist ja entgegengekommen, oder? Jetzt ist es Zwang. Und das müssen wir ändern. Man kann sich dann der Stadtrat vorstellen, dass man eine Kombination macht, zwischen angebotsorientierten Massnahmen und nachfrageorientierten Massnahmen, um eben eine höhere Wirkung zu erzielen. Es ist in einer Studie vom Bund untersucht worden, dass genau die Kombination anhand von vier Fallbeispielen, also von vier Verkehrsdrehscheiben, dass die Kombination die beste Wirkung hat.